Ich gehe noch einmal in die Irre. Meinen Weg zu finden ist mir heute Abend offensichtlich nicht gegeben. Lassen Sie mich das etwas näher bringen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich kann Ihnen nur sagen, danke, dass Sie so geduldig waren. Danke, dass Sie diese Zeit so geduldig verwartet und ich hoffe zumindest ein bisschen auch vertratscht haben. Ich habe mich tatsächlich in der Uhrzeit vertan, aber ich werde Sie hoffentlich dafür entschädigen. Ich sage hoffentlich, weil ich auch ein bisschen skeptisch bin, weil das, was ich zu sagen habe, nicht aus einer christlichen Perspektive kommt und nicht aus einer theologischen Perspektive kommt. Und ich mich in diesem Buch schon auch mit theologischen Gedanken beschäftige, aber von einer Perspektive, die wahrscheinlich nicht die Ihre ist. Trotzdem glaube ich, dass wir uns am Ende gemeinsam treffen können. Und ehrlich gesagt, es wäre ja auch nicht wert, sich miteinander zu unterhalten, wenn man sich immer in allem einig wäre. Wichtig ist nur, dass man sich am Ende da trifft, wo es wichtig ist. Ich habe dieses Buch, das ist gerade wirklich ganz frisch. Dies ist, glaube ich, tatsächlich die erste Veranstaltung, die ich dazu mache. Es ist am Montag herausgekommen, also vorgestern. Und mit Covid im Moment findet vieles nicht statt. Morgen wäre ich eigentlich in München. Das findet leider nicht statt aus Sorgen um Covid und Energie. Heutzutage wird es immer seltener, dass man die Gelegenheit hat, sich auch tatsächlich mit Menschen zu unterhalten. Ich habe mich schon seit einigen Jahren mit dem Thema der Klimakatastrophe beschäftigt. Und da ich eigentlich ein Historiker bin, der sich mit, wie Sie gesagt haben, Ideengeschichte beschäftigt, habe ich mich auch besonders damit beschäftigt, was die kulturellen Auswirkungen sind von einer Klimakatastrophe. Und das ist eine Frage, die man sich als Historiker stellen kann. Das ist aber auch eine Frage, die man sich als Philosoph stellen kann. Es ist auch eine Frage, die man sich als Anthropologe stellen kann. Und da kommt man auf etwas sehr Interessantes. Die Idee, dass sich Menschen die Erde untertan machen können oder sollen, wie auch immer man sie interpretieren mag, man kann sie als großes Leitbild des menschlichen Handelns leben, wie das bis ins 19. Jahrhundert in Europa sicherlich war. Man kann sie auch sehr gut als Wurzel allen Übels konstruieren, aber man kann sie einfach auch, sagen wir, in ihrer Eigenständigkeit anthropologisch versuchen zu begreifen, denn sie ist etwas sehr, sehr Seltsames. Es ist eine Idee, die wird an einem Ort der Welt geboren und durch eine auch sehr zufällig scheinende Traditionskette weitergeleitet bis auf den heutigen Tag und bis sie durch verschiedene Mechanismen so mächtig geworden ist, dass sie Menschen in westlichen Ländern tatsächlich in den, sagen wir, den intellektuellen Blutstrom übergegangen sind. Wir können uns kaum noch vorstellen, was für eine andere Beziehung zur Natur man denn haben könnte, als denn, dass wir sie ausbeuten und benutzen. Schon die Tatsache, dass in unserer Sprache die Dualität zwischen Natur und Kultur besteht, wie sie das in vielen anderen Sprachen nicht tut, deutet darauf hin, dass unser Denken schon in gewisse Bahnen da gelenkt wird. Um aber zu verstehen, wie seltsam und auch wie wichtig die Idee ist, möchte ich Ihnen, und das ist nur Bekanntes zu wiederholen, skizzieren, wie die Welt vielleicht davor ausgesehen hat. Wie sah die Beziehung zur Natur aus, die ein Animist oder eine Animistin hatte? Egal an welchen Gott oder welche Götter sie glaubte, er oder sie wusste, jeder Schritt, den ich mache, betritt das Hoheitsgebiet von jemand anderem, berührt ein anderes Interesse. Ein Interesse, das symbolisiert war durch einen Dämon, einen Ahnen, eine Nixe, einen Gott. Und was auch immer ich tue in der Welt, ich muss das aushandeln mit dieser Macht, sonst geht das schief. Ich muss Poseidon ein Opfer bringen, bevor ich in See steche. Ich muss ein Ritual vollziehen und etwas Wein vergießen, bevor ich ein Feld bestelle, etc. Ich muss mich immer arrangieren mit den Mächten um mich herum,
denn diese Mächte sind stark. Und diese Mächte bedeuten, dass alles um mich herum lebendig ist, wie man dann sagt, beseelt ist, animiert ist. Und ich in diesem Geflecht nur einer bin, der etwas will und etwas versucht. Das ist eine Idee, die in fast allen Weltkulturen präsent ist, auf fast allen technologischen Entwicklungsstandards, in, wie man dann sagen würde, primitiven, wenig organisierten Gesellschaften bis hin zu komplexen Gesellschaften. Wenn sie Animisten waren, dann haben sie die Natur ungefähr so konstruiert. Und dann kommt ein Unterschied, eine Figur. Und ich dachte mir, als ich mir die Aufgabe setzte, die Biografie dieser Idee zu schreiben, dass Menschen die Natur beherrschen können, ich muss schon ein bisschen in der Geschichte zurückgehen, dass ich das auch ein bisschen historisch begründen und einfassen kann, kontextualisieren kann. Es war mir nicht ganz bewusst, dass ich bis ganz an den Anfang zurückgehen werde und zurückgehen muss, nämlich zur ersten Geschichte, die die Menschen aufgeschrieben haben. Das Gilgamesch-Epos. Das Gilgamesch-Epos wurde gefunden in einer Kopie aus dem Neubabylonischen Reich, die von ungefähr 700 stammte, aber aus inzwischen rekonstruierten älteren Textversionen wissen wir, dass das Gilgamesch-Epos schon etwa 3000 vor Christus aufgeschrieben wurde und seitdem in einigen Versionen tradiert wurde, bis es dann in diese eine Version gegossen wurde, die gefunden wurde, weil der berühmte Kaiser Nebukadnezar sein Ende traf und sein Palast verbrannte. Und dieser Kaiser war nicht nur ein großer Krieger, er war auch ein großer Gelehrter und hatte die erste Bibliothek der Welt mit fast 30.000 Bänden und einige davon auf Tontafeln verzeichneten das Gilgamesch-Epos. Dieses Epos war übrigens ein großer Schock für englische protestantische Theologen, denn in diesem Epos trifft der Held Gilgamesch irgendwann einen alten Mann namens Utnapishtim. Und Utnapishtim hat auf Geheiß der Götter ein großes Schiff gebaut, in das er alle Tiere verladen hat, zwei von jeder Art. Und dann haben die Götter eine Flut geschickt und er hat, weil er tugendhaft war, diese Flut mit seiner Familie und den Tieren überlebt. Das war ein Paukenschlag für die biblische Archäologie, weil die Geschichte ganz einfach 2000 Jahre zu alt war. Aber es ist vorstellbar, wie sich in der Welt von Gilgamesch die Idee einer Naturbeherrschung herausbilden kann. Gilgamesch, und damit fängt das Epos an, es beschreibt die Zinnen, die Mauern seiner großen Stadt. Und sagt, niemand kann so großartige Mauern bauen, wie diese es sind. Dies ist Gilgameschs große Leistung. Und in dieser Stadt war etwas Neues geschehen, denn diese Stadt war nur möglich geworden, weil Menschen um etwa 8000 vor Christus entdeckt hatten, wie sie Kanäle graben und Land besser bewässern und statt einer Ernte zwei Ernten einfahren können und mehr Getreide bekommen können und deswegen konnten mehr von ihnen auf einem Ort zusammenleben. Nun ist es so, im südlichen Mesopotamien, im heutigen südlichen Irak, das Wetter ist relativ gleichmäßig, die Variation zwischen den Jahreszeiten ist nicht riesig und im Küstengebiet ist es ein relativ seichtes Gebiet und wenn man auf diesen Zinnen stand, die das Gilgamesch-Epos besang, dann sah man wirklich über eine blühende Kulturlandschaft von Dattelpalmen, Plantagen und Hirsefeldern und Gärten und anderen Feldern, bis dann irgendwann die Wüste kam oder die Ebene. Und man konnte klar sagen, bis wohin die Menschen sich bereits die Erde untertan gemacht hatten, bis wohin die Herrschaft bereits etabliert war. Das war eine Idee, die war nachvollziehbar. Sie lässt sich natürlich nicht beweisen, mit archäologischen Funden. Aber wir haben das Gilgamesch-Epos selbst und Gilgamesch wird unser Posterkind für den Rest dieser Entwicklung. Denn zum ersten Mal teilt Gilgamesch etwas, womit wir alle später noch herumlaufen, was Theologen durch die Jahrhunderte
beschäftigt und zur Verzweiflung getrieben hat und nicht nur sie. Er war zu zwei Dritteln Gott und zu ein Drittel Mensch, zu zwei Dritteln himmlisch und zu einem Drittel irdisch, und er konnte das irdische Drittel nicht abschütteln. Er hat es versucht, indem er sich Ruhm erwerben wollte, und er ging zum großen Zedernwald und er schlug den Waldgeist gegen den Willen der Götter und fällte dann alle Bäume, um Tempeltüren aus innen zu machen. Und er versuchte es auch, indem er dann versuchte, den Tod selbst zu besiegen. Auf dieser Tour trifft er dann Utnapishtim, aber er scheitert in seiner Mission. Er kann den Tod nicht besiegen, oder wie er am Ende des Epos feststellt, er kann den Tod nur besiegen in Form der Stadt, die er gegründet, und der Mauer, die er gebaut hat, denn die wird ihn überdauern. Wir könnten auch sagen, er hat den Tod besiegt in Form des Epos, das er hinterlassen hat oder das über ihn geschrieben wurde, weswegen wir noch heute über ihn sprechen. Aber was hat Gilgamesch eigentlich gemacht? Er hat den Wald entzaubert und zur wirtschaftlichen Ressource gemacht. Er hat sich die Erde untertan gemacht, um Ruhm zu bekommen, was damals ein schönes Motiv war. Und er hat es nicht geschafft, den Tod zu besiegen, sein Stückchen Erde, das er in sich hat, zu besiegen, sein Stückchen Irdischkeit. Er ist doch ein Mensch geblieben, der irgendwann sterben musste. Aber es ist faszinierend, dass am Anfang der Weltliteratur, in der ältesten Geschichte, die wir schriftlich bewahrt haben, die wir kennen, aus irgendeiner Kultur bereits ein fehlerbehafteter und scheiternder Held ist und kein strahlender Held. Warum ist das, was vor 5000 Jahren in Westasien passierte, im heutigen südlichen Irak, wichtig für unsere Geschichte heute? Es ist wichtig, glaube ich, weil fast 2500 Jahrtausende später das Neubabylonische Reich von vielen Rebellionen geschüttelt war, wie das für große Reiche so üblich war. Es war nicht einfach, ein großes Reich zu unterhalten, denn die Logistik war schwierig in der Zeit, die Kommunikationswege waren langsam, die Transportwege waren langsam, und wer ein großes Reich hatte, hatte immer an der Peripherie Rebellionen. Und es gab eine bewährte Methode, die faszinierend ist, denn sie erinnert uns an das, was im 20. und 21. Jahrhundert Ethnic Cleansing genannt wurde. Wenn in einer Provinz eine Bevölkerung rebellierte, dann wurden sie zwangsumgesiedelt. Das heißt, die meisten dieser Bevölkerung wurden weggenommen, über Hunderte oder Tausende von Kilometern innerhalb des Reiches verschickt. Und sie können sich vorstellen, am neuen Ort hatten sie weder Familien- oder Clan-Loyalitäten noch Vermögen, noch irgendeine Verwurzelung, um wieder Schwierigkeiten zu machen. Und am Ort der Herkunft war es auch still, weil die Menschen fehlten. Das war eine bewährte Technik, die auch die Judäer traf, als sie sich wagten, sich gegen ihre babylonischen Herren aufzulehnen. Und so kam es zum jüdischen Exil. Es war nichts Besonderes in der damaligen Zeit. Wie gesagt, viele rebellische Provinzler wurden verschickt. Aber die Juden, die nach Babylon verschickt wurden, haben begriffen, dass ihr spirituelles Leben auf dem Spiel stand in dieser neuen Zeit, in dieser neuen Welt. Und was haben sie getan? Sie haben sich ihr Heimatland geschrieben. Sie haben ihre heiligen Schriften kodifiziert und darunter besonders die 5 Bücher Mose. Aber sie lebten nun mal in dieser Umgebung. Und sie haben deswegen auch viele der Geschichten, viele der Gesetze, viele der sozialen Einstellungen etc. übernommen in die Bibel. Es war sozusagen das Repertoire an Geschichten und an rhetorischen Figuren, was zur Verfügung stand und was gut genug war für die Geschichte von Utnapishtim, der zu Noah wurde, war auch gut genug für andere Dinge. Und so kam die sehr babylonische Idee, dass man sich die Natur untertan machen konnte, in den Schöpfungsbericht. Und Gott sagt zu Adam und Eva, sie sollten sich die Natur untertan machen.
Man muss sich vorstellen, in der damaligen Situation, in der Situation der exilierten Juden der damaligen Zeit war das eine rein rhetorische Ambition. Die hatten keine politische Macht. Die hatten auch kein Land, was sie besaßen. Diese Ambition war rein religiös, rein abstrakt. Aber sie war da und sie war wichtig. Und sie entstammte einem Anspruch, der auch in anderen Dingen, der auch zum Beispiel in der Geschichte der Landnahme resoniert. Und sie blieb. Und mit der Christianisierung Europas ist sie wie mit einer Zeitkapsel geflogen in völlig fremde Kulturen. Denn diese europäischen Kulturen, die Kulturen der Römer und der Kelten und der Germanen und anderer Völkerschaften, wussten nichts davon, dass man sich der Erde untertan machen könne. Sie wussten davon, dass man politische Gewalt ausüben kann, selbstverständlich. Gewalt war immer Teil dieser Kulturen. Aber dass man die Natur selbst beherrschen kann, anstatt in ihr zu leben, war diesen Kulturen ein einigermaßen fremder Gedanke. Was hat dieser Gedanke bedeutet in der Antike? Nun ja, man muss zuerst mal sagen, es gab keinerlei technologische Mittel, diesen Gedanken in die buchstäbliche Wahrheit zu übersetzen. Die Kulturen damals hatten einfach nicht die technologische Reichweite, um das zu tun. Die Ambition der Naturbeherrschung konnte immer nur sehr begrenzt sein auf einzelne Felder, auf einzelne Stücke der Natur. Und ja, die Römer hatten schon Aquädukte. Und übrigens hat jede Kultur hat sich relativ feindlich gegenüber der Natur verhalten. Das scheint eher etwas zu tun zu haben mit der Tatsache, dass wir Homo sapiens sind, als mit der Tatsache, dass wir zwischen den Kulturen an unterschiedliche Dinge glauben. Jede Bevölkerung, die in ein neues Land gekommen ist, hat zuerst die großen Raubtiere ausgerottet, egal welche sie waren, in welcher Landschaft, und hat dann zum Beispiel angefangen, wenn sie die Metallverarbeitung oder auch die Töpferei entdeckt hatten, große Waldflächen auszurotten, Wasserläufe zu dämmen etc. Das heißt, natürlich in die Natur einzugreifen, und das ist passiert, gleichgültig, welchen Glaubenssystem diese Kultur sich verschrieben hatte. Das aber stellt eine interessante Frage, denn es gibt ja in der Geschichte der Idee der Naturbeherrschung noch weitere Kapitel, und wie gesagt, ich sehe sie ein bisschen wie eine Biografie, diese Idee, oder vielleicht, um heute eine aktuellere Metapher zu ergreifen, ein virologischer Bericht über diese Idee, denn Ideen funktionieren wie Viren, sie können sich in Köpfen festsetzen und man kann neue Menschen damit anstecken. Und es gibt vielleicht sogar auch Menschen, die Immunität gegen sie entwickeln können. Aber auf jeden Fall, die Verbreitung dieser Idee und die Tatsache, wie diese Idee andere Ideen verdrängt hat, das ist etwas, was mich interessiert hat. Und da kommen wir in den christlichen Gesellschaften, glaube ich, zu einem interessanten Widerspruch, der distinktiv westlich war für mich. Und das ist etwas, was ich etwas ausführen möchte, denn wenn man sagt, diese Idee, die aus Westasien stammte und nach Europa transportiert wurde und dort floriert hat über die Christianisierung und dann natürlich über den Kolonialismus und den Imperialismus Verbreitung über die ganze Welt hatte und globalisiert wurde, dann muss man natürlich auch einen Moment daran verschwenden, warum ausgerechnet dieser kleine europäische Kontinent diese Macht entwickeln konnte. Denn wenn Sie sich um 1450 auf eine Reise gemacht hätten, um zu finden, welches Land, welche Kultur die Weltherrschaft übernehmen könnte, die Herrschaft über andere Kontinente, Sie hätten in Europa nicht einmal übernachtet. Es war völlig deutlich, dass die größte, wichtigste Macht, die wichtigste Zivilisation, der größte Markt war China. Der zweitgrößte war Indien. Indien wurde erst nach der Kolonisierung von 20% Anteil an Welthandel
zu 2% Anteil am Welthandel reduziert. Und dann hätten sie viele asiatische, mesoamerikanische, südostasiatische Kulturen gefunden, die dynamisch aussahen und stark aussahen. Europa war eigentlich noch essentiell das, was übrig geblieben war vom Römischen Reich. Kleine, zersplitterte Herrschaftsgebiete, die wenig miteinander gemein hatten und die in der Tat tatsächlich gegeneinander Krieg führten. Vom Osmanischen Reich aus, vom wohlhabenden, kultivierten Peking aus, hat man das ferne Europa, soweit man es kannte, und es gab ja Kontakte auch schon früh, eigentlich nur belächelt. Warum also hat sich dieser kleine, schmutzige Ort aufgemacht zur Weltherrschaft? Nun, das wäre allein einen Vortrag wert, aber ich möchte Ihnen nur hier ganz kurze sozusagen Tupfer geben. Zum ersten Mal ist Geografie sehr wichtig. Eigentlich kommt vieles zurück auf Zufall. Die schöne, traditionelle, liberale Antwort ist, weil wir die besseren Ideen hatten, weil wir die Demokratie entwickelt haben, weil wir das Individuum entdeckt haben, weil wir einen Gott verehrt haben und nicht viele. Deswegen hat sich unsere Kultur besser durchgesetzt. Ich glaube, man kann das auch sehr anders argumentieren. Zum ersten Mal, wie ich Ihnen schon gesagt hatte, über das Neubabylonische Reich, ein großes Reich zu haben, war nicht einfach. Sie haben dauernd Rebellionen, die sie niederschlagen müssen. Jemand versucht dauernd an der Grenze irgendwo zu knabbern, um zu sehen, wie stark ihr Reich noch ist. Das heißt, ganz viele ihrer Kräfte sind bereits im Land gebunden. Es gibt dauernd Machtkämpfe. Es gibt kaum Möglichkeit zu projizieren. Für das Osmanische Reich gab es überhaupt keine Möglichkeit, denn der einzige freie Hafen war Aden, ganz unten an der arabischen Halbinsel. Und das war aus Transportgründen nicht praktisch, sonst gingen alle Häfen ins Mittelmeer. Und wer im Mittelmeer ist, muss immer durch Gibraltar. Das ist sehr unpraktisch, wenn sie Kolonialmacht werden wollen. Tatsächlich war China eine Kolonialmacht und damit war Europa eigentlich bereits ausgeschlossen aus diesem Rennen. Denn unter den Ming-Kaisern und Hittiten hielten die Chinesen eine Flotte von Schiffen mit über 60 Metern Länge, die den ganzen Indischen Ozean bis zur ostafrikanischen Küste kontrollierten, die mehrmals pro Dekade hinausfuhren, um Tribut zu verlangen von Indonesien bis Indien bis Afrika, die dort Handelskolonien aufgebaut hatten, Militärstützpunkte dort gelassen hatten. Das, was man den Beginn eines erfolgreichen Kolonialreiches nennt. Nur dann gab es einen politischen Umsturz in Peking und die Fraktion, nämlich die Eunuchen, mit denen dieses große Unternehmen assoziiert war, verloren. Und daraufhin beschloss der Kaiser mit einem Federstrich, dass die ganze Flotte verbrannt werden müsste und verbat, bei Todesstrafe jemals wieder so große Schiffe zu gehen oder jemals wieder so groß hinauszufahren. Und einige Jahre später kamen die ersten portugiesischen Karavellen im Indischen Ozean an. Ohne diesen Zufall hätte es keine Kolonisierung geben können. Europa hat auch einen großen Vorteil, weil es im Verhältnis zu seiner Landmasse sehr viel Küste hat, die direkt zum offenen Ozean geht, sodass gleich mehrere Mächte das tun konnten. Portugal, Spanien, Frankreich, die Niederlande, England etc. So viel Zugang zum offenen Meer. Auch in der Kriegführung gab es Unterschiede, aber ich glaube, auf die müssen wir jetzt nicht eingehen. Was aber wichtig ist, ist die Tatsache, dass immer wieder Krieg geführt wurde und dass diese Mächte einander ebenbürtig waren. Niemand war dem Chinesischen Reich ebenbürtig und die Angriffe, die aus dem Westen kamen, konnten einfach und übrigens auch mit gleichbleibender Technologie und gleichbleibender Strategie niedergeschlagen werden. In Europa war das anders. In Europa gab es einen Rüstungswettlauf. Es gab einen Wettlauf um Erfindungen. Es gab aber auch einen Wettlauf darauf, wessen Kassen besser gefüllt waren. Das heißt, wessen Märkte besser funktionierten etc. Europa war dauernd in einem mörderischen Wettlauf, um Kriege zu gewinnen.
Und natürlich hat das europäischen Technologien gut getan. Das sind zumindest einige Elemente davon, warum dieser kleine Kontinent Europa in einem entscheidenden Moment den Sprung in andere Weltregionen schaffen konnte. Und auch, was mit dieser Idee passieren konnte. Was mit dieser Idee passieren konnte, das war enorm, der Idee, sich die Erde untertan zu machen. Bei Augustinus war es bereits eine sehr restriktive Idee geworden, die sehr stark auch auf das anspielte, was schon Gilgamesch gekannt hatte, nämlich sich den irdischen Teil an sich selbst untertan zu machen. Die eigenen Triebe, die eigenen Lüste, die eigenen Instinkte, die verhindern, dass die reine Seele ihr Leben entfalten kann. Das ist das Unterdrücken des Irdischen. Das ist sich die Erde untertan machen. Und das traf auch zu, sehr bald und sehr entscheidend, auf Frauen. Selbstverständlich mussten Männer Frauen unterdrücken, denn Frauen waren der Erde ja näher. Sie waren der Natur ja näher, sie konnten gebären, sie menstruierten. Das heißt, Frauen sind mehr wie die Natur und können deswegen und müssen deswegen durch die Männer, die der Reinheit näher sind, beherrscht werden. Sie sehen, wie diese Logik sich ausspielt, diese Logik, dass wer definieren kann, was die Natur ist, wer definieren kann, was irdisch ist, kann auch herrschen mit diesem Instrument. Sie sehen das übrigens sehr frappierend an dem Zusammenhang zwischen Sklaverei und Rassismus. Man würde davon ausgehen, dass Sklaverei aus Rassismus entstanden ist, weil Schwarze nun mal als minderwertig galten und deswegen man sie auch auf Plantagen hat arbeiten lassen können, als wären sie begabtere Affen, was übrigens ein Vergleich ist, der Standard ist in der Literatur der Zeit. Aber genau andersrum wird ein Schuh daraus. Im Anfang des sogenannten Dreieckshandels, und das heißt des Handels, in dem Europäer billige Güter nach Afrika nahmen, um Sklaven zu kaufen, die sie in der Karibik und in Südamerika und dann zum Schluss auch in Nordamerika weiterverkauften, um dann die von den Sklaven erwirtschafteten Produkte wie Zucker und Tabak und Kaffee wieder nach Europa zu importieren und dort zu verkaufen. Der wichtigste Handel, das wichtigste globale Handelsnetzwerk des 17. und 18. Jahrhunderts. Wenn Sie an den Anfang dieser Zeit zurückgehen und die Quellen konsultieren, dann finden Sie zum Beispiel das Tagebuch eines Sklavenschiffskapitäns, der gerade hunderte von Afrikanerinnen und Afrikanern in sein Schiff gepfercht hat, wohl wissend, dass sicherlich ein Drittel davon sterben wird unter den grausamen Bedingungen. Und der in sein Tagebuch schreibt: Ich kann keinen Grund sehen, warum diese Menschen schlechter sein sollten als ich. Es hat dem Herrn gefallen, ihnen eine dunklere Haut zu geben als mir. Und sie beten vielleicht zum falschen Gott, aber als Menschen sind sie in keiner Weise mir minderwertig. Das ist ein Sklavereikapitän, ein Sklavenschiffskapitän. Er hat nämlich das argumentative Instrumentarium noch nicht entwickelt, um sozusagen zu verpacken, was er gerade tut. 100 Jahre später hat sich das geändert. 100 Jahre später kann Ihnen jeder Kapitän erzählen, dass die Schwarzen aus legitimen Gründen zu Sklaven geworden sind, weil sie Schulden hatten oder Kriegsgefangene waren, dass sie in ihren Ländern wahrscheinlich ohnehin hingerichtet worden wären oder ein sehr schlechtes Leben sie erwartet hätte, dass es ihnen in den Plantagen besser gehen wird und dass sie auch noch die Chance haben, ihre unsterbliche Seele zu retten. Und sie bekommen auf einmal Gelehrte in ganz Europa, die ihnen ganz kühl und selbstverständlich erklären können, warum und wie Schwarze minderwertig sind, tierisch sind, Teil nämlich der Natur sind und nicht der Kultur. Das ist erstaunlich. Die schlechtesten Seiten, die Kant und Hegel geschrieben haben, gelten dieser Frage. Und das ist besonders fürchterlich, muss ich sagen, denn Kant und Hegel waren erstens beide nicht auf den Kopf gefallen, zweitens konnten sie beide lesen
Und es gab damals schon hervorragende Reiseberichte. Man musste nicht aus Königsberg herausgekommen sein, wie Kant das berühmterweise nie war, um zumindest aus zweiter Hand zu erfahren, wie komplex diese Kulturen waren, wie interessant sie waren und was für eine Tragödie es war, was Europäer mit ihnen machten. Aber diese Mühe hatten sie sich offensichtlich nicht gemacht. Ich glaube, hier ist etwas, was wirklich von Interesse ist, weil es zusammenhängt mit einem christlichen Europa, nämlich die Rechtfertigung von Gewalt. Gewalt ist in vielen Kulturen einfach anwesend. Es besteht nun mal, damit muss man sich abfinden. Es gibt eine schöne Stelle im 9. Gesang der Odyssee, wo Odysseus einem Freund beschreibt, dass er ein anständiger Kerl ist und nicht versteht, warum die Götter immer noch hinter ihm her sind. Und er sagt, wir sind vor kurzem an einer Stadt vorbeigesegelt und wir haben die Stadt niedergebrannt und wir haben alle Männer erwürgt und alle Frauen unter uns aufgeteilt und ich habe mir nicht mehr Frauen genommen, als all meine Kumpanen auch bekamen. So ein anständiger Kerl war Odysseus. Er hat nicht mehr Frauen vergewaltigt als andere auch, obwohl ihm mehr zugestanden wird. Das ist faszinierend, weil die Gewalt des Ganzen eben wirklich kein Problem ist. Exzessive Gewalt wird auch schon in der Antike problematisiert. Aber Gewalt an sich, es ist nun mal so, wenn die Götter gewollt haben, dass sie gewinnen, dann steht ihnen das zu. Und wenn die Götter gewollt haben, dass sie verlieren, müssen sie erleiden, was jetzt mit ihnen passiert. Und das ist tragisch, daher gibt es Tragödien, aber daran lässt sich sozusagen nichts ändern. Stellen Sie sich mal vor, gehen wir von Odysseus 1000, 2000 Jahre nach vorne in christliche Kulturen hinein, die systematisch oder systemisch genauso gewalttätig sind wie alle anderen Kulturen um sie herum auch. Von den Hinrichtungen bis zu den Kriegen, bis zur Gewalt gegen Minderheiten. Selbstverständlich waren sie gewaltsam. Aber sie waren gewaltsam im Namen eines liebenden und allbarmherzigen Gottes. Und das verkompliziert die Sache. Das verkompliziert die Sache erheblich, besonders als dann die Religionskriege kamen und Christen den Schädel einschlugen im Namen des liebenden und allbarmherzigen Gottes. Ich kann mir vorstellen, dass das einer der Gründe ist, warum Europa so eine ganz besonders dicke professionelle Schicht von Theologen, Philosophen, Schriftstellern, Malern, Historikern etc. entwickelt hat, die jede Generation wieder daran stricken, diese kognitiven Abgrund zwischen der tatsächlichen Gewalt und dem eigentlichen Selbstverständnis zu überbrücken. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas Westliches, diese Verfeinerung der Interpretation, weil wir sie so verzweifelt brauchten. Denn was vor sich ging, war so offensichtlich ein Widerspruch, dass es ganz intensive intellektuelle Pflege brauchte. Dieser etwas verantwortungslose Galopp durch die Geschichte führt uns jetzt mitten in die Zeit, die mich immer noch brennend interessiert, obwohl ich nicht oft genug dazu komme, mich damit eingehend wieder zu beschäftigen, die Aufklärung. Und was hier faszinierend ist, ist, dass die christliche Idee des sich die Erde untertan machens, die auch, und man kann sich lange darüber streiten, aber ich glaube, zumindest das Wort, was da verwendet wird, das hebräische Wort Vachipsuha, es ist wirklich ein Wort des Gewaltsamen, sich unterwerfens. Es ist kein Wort, das in irgendeiner Weise zeigt, dass man sich zuwendend um etwas kümmert. Aber auch religiöse Interpretationen können sich über die Jahrtausende ändern und ich glaube, das ist auch eine wichtige Funktion einer religiösen Kultur. Aber die Aufklärung schien diese Gedanken zurückzuweisen, schien die Bibel zurückzuweisen, schien sich davon befreien zu wollen und schrieb sich das auch auf die Fahnen. Und jetzt wird es spannend, glaube ich. Erstmal, glaube ich, ist es sinnlos, wenn wir über die Aufklärung sprechen. Wir sollten über die Aufklärungen sprechen, denn in ganz Europa
waren es Menschen, die nicht immer miteinander in Verbindung standen und die auf sehr unterschiedlichen intellektuellen Traditionen und unterschiedlichen politischen Situationen diese Debatten entwickelten. Und die waren zwischen Polen und Frankreich und Großbritannien und Süditalien sehr, sehr unterschiedlich. Aber man kann sagen, dasselbe Grundinteresse feuerte sie an, nämlich das Wissen auf Empirie und Logik zu begründen und wegzugehen von alten, unbegründeten Aberglauben, wie Kant es gesagt hätte, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ich glaube allerdings, dass es nicht so einfach ist. Ich glaube, was wir hier haben, ist ein bisschen ein Zaubertrick. Und diesen Zaubertrick möchte ich Ihnen sozusagen vormachen. Was faszinierend ist, ist, dass Sie, wenn Sie sich die postaufklärerische Welt ansehen und sie mit der voraufklärerischen Welt vergleichen in Europa, dann war der Mensch im religiösen Weltverständnis aufgefordert, sich die Erde untertan zu machen, und die aufklärerische Welt strebt nach der wissenschaftlichen Naturbeherrschung. Im biblischen Verständnis ist der Mensch am letzten Schöpfungstag geschaffen und offensichtlich außerhalb der anderen Kreisläufe und erhoben über andere Tiere. Auch der aufgeklärte Mensch ist nicht wie andere Tiere und steht außerhalb der Systeme der Natur. Wenn Sie sich ansehen, dass christliche Männer beschlossen hatten, sie müssen nicht nur die an sich unvollkommenen und rituell nicht reinen Frauen kontrollieren, sondern auch Menschen anderer Hautfarben, dann sehen Sie, dass die Aufklärer magischerweise zur selben Schlussfolgerung kommen. Das heißt, die Machtstrukturen bleiben gleich, nur da, wo noch in der Spätantike diskutiert wurde, ob Frauen wirklich eine Seele haben, diskutieren dann die Aufklärer, ob Frauen wirklich rational sein können. Aber obwohl sich die Diskussion etwas ändert, ändert sich doch an der Machtstruktur sehr wenig. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass die Aufklärung nicht so revolutionär war, wie sie vorgegeben war, beziehungsweise gezähmt, ich will nicht sagen kastriert wurde, in späterer Zeit. Wie das? Weil alle Aufklärer, und ich darf hier der Einfachheit halber die männliche Form verwenden, dies ist der Punkt in der Geschichte, wo auch Frauen verstärkt reinkommen, wo es auch Autorinnen gibt, aber die Autorin, auf die ich mich im Moment beziehe, ich kenne keine Autorinnen, die gerade in dieser Debatte teilgenommen haben, deswegen vergeben Sie mir die männlichen Formen. Aber die Aufklärer, die an dieser Debatte teilgenommen haben, die waren selbstverständlich alle Produkte einer religiösen Erziehung. Und die Gesellschaften, die diese Ideen aufgenommen haben, die waren selbstverständlich religiös geprägte Gesellschaften, bis in die Gedanken, bis in das Selbstbild der Menschen, in das Menschenbild, in das Naturbild, das sie hatten. Und deswegen ist es, glaube ich, relativ einfach zu verstehen, warum die ganz radikalen Aufklärer, die Materialisten der Aufklärung, der Atheisten der Aufklärung, die Aufklärer, die wie Julien Onfray de Lamettrie, der schon Mitte des 18. Jahrhunderts ein Buch schrieb, L'homme machine, der Mensch als Maschine, in dem er sagt, wir sind nichts mehr als biologische Roboter. Es gibt keine Moral, es gibt keinen höheren Sinn. Geh, sei lustig, iss und trink, das ist alles, was es gibt. Zum großen Entzücken seiner Feinde ist er an einer Geflügelpastete erstickt. Vielleicht gibt es ja doch so etwas wie göttliche Gerechtigkeit. Auf jeden Fall sind die radikaleren Autoren nicht in den Kanon der Aufklärung hineingekommen. Sie sind einfach ausgeschrieben worden, schon im 18., aber sicherlich auch im 19. Jahrhundert. Ich habe das in einem Buch mal sehr schön nachverfolgt. Also Voltaire, der ein großer Literat war und ein fürchterlich verlogener Mensch, der sowohl sagte, dass an jedem Sack Zucker aus der Karibik menschliches Blut klebt, was völlig richtig ist, als auch in diese Plantagen investierte und dadurch sehr reich wurde. Voltaire liegt im Pantheon, wo die Franzosen ihre großen Franzosen begraben. Die Gebeine von meinem besonderen Freund Diderot sind irgendwo verstreut im Ossuarium unter einer Kirche und niemand weiß, was wem gehört. Das ist nach Rom.
Aber von so einem Denker wie Diderot wurden viele Schriften auch gar nicht gedruckt oder erst im 19. oder so, erst im 20. Jahrhundert gedruckt und haben es also gar nicht sozusagen die Chance gehabt, im 19. Jahrhundert Teil des Kanons zu werden. Und so ist das, was wir als Aufklärung geerbt haben, die Aufklärung von Kant und Voltaire, eine sehr, sehr theologische Aufklärung. Eine Aufklärung, die sehr viele christliche Denkbilder übernimmt und ihnen ein säkulares Vokabular verpasst. Das fängt übrigens schon an mit Kants berühmter Formulierung des Ausgangs des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Warum ist sie eigentlich selbst verschuldet, diese Unmündigkeit? Kants Eltern waren Pietisten. Und im Pietismus geht man davon aus, dass Menschen unmündig und eigentlich unerwachsen und uneigen sind, bis sie sich als Erwachsene aus eigener Einsicht taufen lassen. Bis dahin leben sie in selbstverschuldeter Unmündigkeit, weil sie das Licht noch nicht gesehen oder noch nicht akzeptiert haben. Eine sehr christliche, eine sehr theologische, in diesem Fall protestantisch-theologische Idee, die da in der Standardformel der Aufklärung durchblitzt. Aber wenn Sie sich die aufgeklärte Vernunft ansehen, dann sehen Sie, die funktioniert erstaunlich ähnlich wie die christliche Seele. Denn sie ist der edle, immaterielle Teil an uns, um dessen Willen wir gegen Tendenzen in uns kämpfen und diese Tendenzen zähmen müssen, damit er sich reiner ausdrucken kann. Sie sehen im aufgeklärten Fortschritt sehr schnell die christliche Heilsgeschichte um den Winkel, sozusagen um die Ecke schauen. Denn andere Weltbilder kennen eigentlich eher eine zyklische Geschichte. Die Idee, dass die Geschichte mit einem Pfeil nach vorne geht und ein Ziel hat, das sich erreichen lässt, was sich sogar in die Markttheorien des 20. Jahrhunderts durchgeschlagen hat, diese Idee, ist doch eine sehr christliche Idee vom Neuen Jerusalem vielleicht oder vom jüngsten Tag, aber auf jeden Fall, die Geschichte ist zielgerichtet, sie geht nicht einfach weiter. Und so bekommen Sie den aufgeklärten Menschen, der dem christlichen Menschen erstaunlich ähnlich sieht, der immer noch außerhalb und über der Natur steht, der immer noch dazu aufgerufen ist, diese Natur zu beherrschen. Und ich glaube, das, nämlich das sozusagen Recyceln christlicher theologischer Ideen hat der Aufklärung sehr geholfen, in der Gesellschaft Akzeptanz zu finden. Denn vergessen Sie nicht, was die Aufklärung verlangte, war skandalös. Die Idee, dass Menschen gleich waren, war unanständig und unmoralisch. Jeder Mensch wusste, dass ein Mann besser ist als eine Frau, ein Christ besser als ein Heide, ein Adliger besser als ein Bauer. Das war das Fundament der gesellschaftlichen Ordnung, dieses Bewusstsein der Ungleichheit. Das heißt, die Forderung der menschlichen Gleichheit war an sich schon so enorm, ein solcher moralischer Skandal für die Menschen der Zeit, dass man sie, glaube ich, nicht mit zu viel Neuigkeiten, über zu vielen Neuheiten, zu vielen anderen Gedanken überfrachten konnte. Und deswegen zum Beispiel die Stellung des Menschen, die in der radikalen Aufklärung sehr wohl ganz anders gedacht wird. Die Stellung des Menschen eben so zu halten, wie sie eigentlich auch das biblische Bild wollte. Und damit natürlich auch Ideen, ein neues Leben zu geben, die nicht mehr als theologisch galten und auch nicht mehr als theologisch erkannt wurden. Es ist spät und Sie wollen vielleicht noch einige Fragen stellen. Deswegen lassen Sie mich langsam zu einem Ende finden, dass diese Gedanken in die Gegenwart und vielleicht auch, wenn Sie mir erlauben, ein kleines bisschen in die Zukunft nimmt. Ich möchte nicht sagen, dass ich mit meiner sehr einseitigen und partiellen Streifung der theologischen Ideen denen in irgendeiner Weise Gerechtigkeit antue. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, darüber zu debattieren. Ich bin kein Theologe. Das ist nicht meine Kernkompetenz. Aber was mich interessiert, ist, wie diese doch als theologisch erkennbaren Ideen noch heute weiterleben. Wie sie noch heute in der Einstellung natürlichen Zusammenhängen gegenüber bestehen.
wie sie noch immer bestehen, dass wir uns letztendlich für von natürlichen Systemen ausgenommen halten, weil wir ja auch so leben. Fleisch kommt aus einer Styroporverpackung im Supermarkt. Wir sind von den Zusammenhängen völlig abgeschnitten, die uns zeigen würden, wie tief verkettet wir in diese Welt sind. Und ja, Sie sehen hier natürlich auch die Geschichte, die sich entfaltende Geschichte der Klimakatastrophe. Warum? Weil die Geschichte, die ich bis jetzt erzählt habe, auf einmal einen magischen Beschleuniger bekommt und von einer graduellen Entfaltung zu einer exponentiellen Veränderung wird. Die Geschichte der Naturbeherrschung bekommt einen Schuss Heroin in den Arm, oder eigentlich nicht Heroin, sondern Erdöl. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war der Zugriff des Menschen auf die Natur relativ partiell und enorm arbeitsintensiv. Jeder gute Monarch in den vorhergegangenen Jahrhunderten wollte vor allen Dingen Untertanen haben, denn alle Produktivität hing ab von Muskelkraft. Es gab menschliche Muskeln, es gab tierische Muskeln, es gab ein bisschen Wind und Wasser, aber das waren die Energiequellen der damaligen Zeit. Man brauchte Muskelkraft. Die Mechanisierung der industriellen Revolution, erst durch Steinkohle und dann durch Erdöl, hat diese Regel aufgehoben und hat geheißen, dass ein Mensch die Arbeit von 1000 Menschen verrichten kann, wenn er den richtigen Knopf an der richtigen Maschine drückt. Und hat unseren Zugriff auf die Natur auf ein unglaubliches explodieren lassen. Das ist keine originelle Meinung eines Historikers, das können Sie in vielen wissenschaftlichen Zusammenhängen nachlesen. Die bündeln sich alle in einer Figur, die ich Ihnen eigentlich zeigen möchte. Ich möchte Ihnen meinen PowerPoint präsentieren. Das ist eine Grafik der NASA, die beschreibt, wie viel CO2, wie viel Kohlendioxid in der Atmosphäre war über die letzten 800.000 Jahre. Wir als Homo sapiens werden Teil dieser Geschichte nach 3/4 dieser Zeit, vor ungefähr 200.000 Jahren. Und wenn Sie klimaleugnende Verwandte oder Freunde haben, die sagen, Klimawandel hat es schon immer gegeben, dann kann ich Ihnen sagen, die haben recht. Und diese Grafik zeigt das. Allerdings nicht ganz so, wie die sich das vielleicht denken. Diese Grafik, wie gesagt, ungefähr alle 100.000 Jahre gibt es eine Eiszeit und eine Warmzeit und es wird mehr CO2 gebunden und wieder mehr festgesetzt. Sie können sich den Rest ungefähr vorstellen. Es kommt 1960 und wir sind hier. Dieser letzte enorme Stachel nach oben, der deckt sich nicht nur mit der Erdölforderung, der Plastikproduktion, der Fleischproduktion, dem Anstieg der Weltbevölkerung etc. etc. Übrigens auch der Zahl der Universitäten, der Dichte kultureller Institutionen, der Anzahl publizierter Bücher, das heißt auch die schönen Dinge sind in dieser enormen Kurve nach oben. Was aber wichtig ist an dieser Kurve, was über Jahrtausende ein rhetorischer Anspruch war, sich die Erde untertan zu machen, wurde auf einmal zu einer realen Möglichkeit oder schien eine reale Möglichkeit zu werden. Man konnte tatsächlich Flüsse umlenken, man konnte tatsächlich gigantische Dämme bauen, man konnte die Natur tatsächlich ausbeuten nach Strich und Faden, wo immer es ging. Und damit wurde sozusagen die mythologische Atombombe dann erst wirklich gezündet, die übrigens auch eine sehr patriarchalisch denkende Atombombe ist. Denn wenn Sie sich das animistische Weltbild ansehen, das sich verbunden fühlt mit allem, auch wenn das manchmal kompliziert ist und nicht immer gewünscht, dann ist natürlich das Bild, dass man sich die Erde untertan machen kann, das beinhaltet, dass sie aufgegraben, penetriert, gekauft, verkauft, vermietet werden kann. Eine sehr patriarchalische Idee, mit der Welt umzugehen. Wobei die Erde dann rein passiv geworden ist. Eben nur Ressourcenlager oder vielleicht erhabener Hintergrund für Schnappschüsse. Was ich faszinierend finde, ist, dass wir durch die wissenschaftlichen Arbeiten in den Naturwissenschaften das Weltverständnis der Animisten jetzt wiederentdecken lernen.
Nein, ich bin kein neuer Animist. Ich habe keinen Altar für Zeus oder Wotan in meinem Haus. Aber seit der Quantenphysik, seit der Relativitätstheorie wissen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass man nur Systeme und nicht Einzelfänomene beschreiben kann, dass ein Einzelfänomen sinnlos zu beschreiben ist, solange man nicht das ganze System, sei es die Raumzeit oder sei es das Feld, in der dieses Phänomen stattfindet, auch beschreibt. Und Sie haben vielleicht die Entwicklungen der Biologie verfolgt, die uns auch immer mehr sagen, wir können natürliche Phänomene nicht verstehen, indem wir eine Tierart ansehen, eine Pilzart ansehen, eine Pflanzenart ansehen. Wir müssen gigantische, komplexe Systeme und Symbiosen verstehen. In der Tat, wir sind selbst Symbiosen. Eine der für mich faszinierendsten Ideen, vielleicht wenn ich heute studieren würde, würde ich Biologe werden, so muss ich als Dilettant mich durch diese Literatur arbeiten. Das menschliche Mikrobiom war schon lange bekannt. Das heißt, wir alle, Sie und ich, haben mehr nichtmenschliche als menschliche Zellen in uns, die leben. Und das sind Bakterien und Pilze und Mikroorganismen, die uns, wie man immer dachte, verdauen helfen. Und hier, glaube ich, sieht man eine denkerische Revolution im Labor. Denn warum wurde das Mikrobiom bis jetzt nicht in seiner Wichtigkeit verstanden? Nun, man hat diese Mikroorganismen isoliert in Labors und man hat sie auf Petrischalen gezüchtet und sich angesehen, wie ihr Stoffwechsel funktioniert. Und dann hatte man das begriffen und hat sie wieder weggestellt. Was man erst langsam beginnt zu begreifen, dass das passiert in uns und das passiert außerhalb von uns, ist, dass diese Organismen erst durch die Kommunikation miteinander das Potenzial entfalten, was sie haben, dass sie einander nicht nur miteinander kommunizieren können, füreinander Nahrungsmittel bereiten können, voneinander profitieren können und dass das nicht nur bestimmt, welche Nahrungsmittelintoleranzen sie haben, was für Allergien sie haben, sondern auch an was für Krankheiten sie erkranken werden, wie intelligent sie sind, wie gestimmt sie sind, wie gut sie mit ihrer Umwelt, mit ihrer physischen Umwelt umgehen können. Das heißt, wir stellen fest, dieses Mikrobiom, das sind eigentlich wir. Zumal diese Idee des Netzwerks natürlich auch zur Natur außerhalb von uns dieselbe Verbindung und dieselbe Intensität von Verbindungen aufbaut, ganz zu schweigen von der sozialen Welt, in der sie das auch tut. Wir sind vernetzte Wesen. Wir sind nicht die marmorstatueartigen Individuen, die nach außen abgeschlossen und souverän und rational handeln. Der Philosoph Bruno Latour, spricht sehr gut über diese Dinge, schreibt sehr gut über diese Dinge und er tut etwas, was mir sehr gefällt. Er denkt gerne in Bildern. Und ich finde, gerade da, wo es schwer wird, sich Dinge bewusst zu machen, Dinge denkbar zu machen, helfen Bilder. Ich habe deswegen in diesem Buch auch ehrlich gesagt mehrere Bilder, weil ich die sozusagen Bildbeschreibungen immer wieder einfüge, weil ich finde, das macht anschaulich, aber das Bild von Latour ist mir besonders präsent geblieben. Er hat gesagt, wir sollten eigentlich aufhören davon zu sprechen, dass wir auf der Erde leben. Dann können Sie sagen, Elon Musk hat es noch nicht bis auf den Mars geschafft. Wo sollen wir denn sonst leben? Aber was ihn interessiert, ist die Pose oder die Perspektive, die dieses Bild suggeriert. Nämlich wir haben die Füße im Dreck und den Kopf hoch erhoben über die Natur und schauen über den weiten Horizont. Und er sagt, wir sollten eigentlich anfangen, über uns zu denken als Wesen, die in der kritischen Zone leben. Und was ist diese kritische Zone? Das ist die ganz dünne Membran von Gasen, die um den Planeten sich herumspannt, die nur einige Kilometer weit ist. Und die das tote Gestein unter unseren Füßen trennt von der ewigen Leere über unseren Köpfen. Und diese kritische Zone, diese Membran von Gasen entsteht durch das Handeln von Abermilliarden von verschiedensten Organismen und Entitäten. Das fängt an mit Mikroben und geht hin bis zu Plankton,
zu Pilzen und Ameisen, zu uns und tektonischen Platten und Jetstream-Winden, die alle Formen dieser Atmosphäre, die alle produzieren oder absorbieren die Gase, die darin enthalten sind, die alle machen es zu der fragilen kleinen Welt, in der wir überhaupt überleben können. Und wir sind einer der vielen Akteure in diesem unendlich komplexen Bild. Das schafft ein anderes und neues Bild vom Menschen. Das schafft ein anderes und neues Bild von unserem Verhältnis zur Natur um uns herum. Ein Verhältnis, das übrigens abgelehnte oder verfemte Aufklärer wie Spinoza vom Anfang an verstanden haben. Deus sive natura. Es gibt nichts außerhalb der großen Natur. Es ist sinnlos, uns als etwas zu denken, was von der Natur getrennt oder in irgendeiner Weise über sie erhaben ist. Dieses Verständnis ist, glaube ich, tatsächlich revolutionär. Diese Idee, den Menschen zu konzipieren, ist, glaube ich, und ich sage das nicht, das hat nichts mit mir zu tun, es ist nicht meine Idee, sie ist, glaube ich, eine Revolution, die größer ist als die kopernikanische. Kopernikus hat uns gezeigt, dass sich die Sonne nicht um die Erde dreht als andersrum. Das heißt, dass wir nicht der Mittelpunkt des Universums sind, sozusagen symbolisch da verortet, worum es geht. Das war sicherlich schon eine narzisstische Kränkung. Aber jetzt die Idee aufzugeben, dass wir außerhalb der Naturschicht stehen und mit Hilfe der Wissenschaft im Prinzip die alte Einsicht des Animismus wiederzubeleben, dass wir mit jedem Schritt, den wir machen, das Hoheitsgebiet von jemand anderem berühren. Dass wir nicht konsequenzlos handeln können, in keiner Weise, in jeder Interaktion mit der Natur, übrigens auch mit Menschen. Dieses Bewusstsein, wenn sich das durchsetzt, wenn das durchsickert in uns, wird, glaube ich, ein neues Menschenbild schaffen, ein neues Verständnis davon, wer oder was wir sind auf dieser Erde. Denn wenn wir nicht mehr glauben, Herren der Schöpfung zu sein, dann stellt sich die bange Frage, wer sind wir eigentlich? Dankeschön. Ja, Philipp Blom, vielen Dank für diesen spannenden kulturgeschichtlichen Durchgang. Ich habe so den Eindruck gehabt, Sie könnten erstens jetzt einmal noch 2 Stunden weiterreden. Und Sie könnten bei jeder Epoche auch irgendwo anders hin abbiegen und einen anderen Weg gehen. Unter den gegebenen Umständen schien mir das nicht klug. Nein. Ja, es gibt jetzt die Möglichkeit, wir haben jetzt noch, würde ich sagen, also 20 Minuten Zeit zu fragen. Wir sollten diese Möglichkeit zur Diskussion nützen. Es sind doch einige Aspekte jetzt zur Sprache gekommen, die vielleicht nicht so gewohnt sind für christliche oder europäische aufgeklärte Ohren. Herr Dr. Fischer wird mit dem Mikrofon durchgehen und bitte um Ihre Statements oder auch Fragen. Wir brauchen nur das Mikrofon für die Übertragung. Bitte ins Mikrofon, weil wir auch Hybrid. Ja, macht euch die Erde untertan. War es nicht vielfach so, dass es immer ein Weg des geringsten Widerstandes war? Es waren verschiedene Kulturen mit Herrschern, man hat dann Sklaven gehabt, man hat dann Bodenschätze bis zum Exzess eigentlich ausgegraben. Ja, das war es dann halt. Ist nicht so, dass wir jetzt auch so in irgendeiner Phase sind, sei es jetzt Erdöl und so, dass wir eigentlich immer schauen, es wird halt schon gehen irgendwie, aber einfach rein aus Bequemlichkeit. Schauen wir mal. Die Hoffnung war zum Schluss, den Sie jetzt aufgegriffen haben, dass ein eigentlicher Umdenken bei jedem selber eigentlich stattfinden soll, muss eigentlich.
Naja, schauen Sie, das ist sozusagen die große Frage. Denn wir können uns nicht darauf verlassen, wir können nicht darauf warten, dass auch die letzte Person umgedacht hat. Und im Übrigen, wer würde schon von sich behaupten, die Wahrheit für sich in Anspruch zu nehmen? Ich habe hoffentlich gute Argumente und bis ich bessere höre, sind das die besten, die ich kenne. Die Wahrheit kenne ich deswegen noch nicht und die Wahrheit würde ich sozusagen deswegen auch nicht verkünden wollen. Aber was die Klimakatastrophe angeht, sind es doch Dinge, die wissenschaftlich absolut unbezweifelbar gezeigt, modellisiert, berechnet, vorberechnet, eingetreten etc. sind. Wir werden nicht die Zeit haben zu warten, bis wir das allen, dem letzten Menschen, begreiflich gemacht haben. Und wir werden anders leben müssen, wenn wir eine Chance haben wollen, dass wir in einem Land wie Österreich noch in 30, 40 Jahren gut leben können. Das ist möglich. Ich glaube ehrlich gesagt auch, es würde keine schlechteren Gesellschaften schaffen. Im Gegenteil. Aber der politische Wille dazu ist, glaube ich, noch nicht vorhanden. Und da sind wir alle gefragt. Da hat es auch keinen Sinn, über die Qualität des politischen Führungspersonals zu schimpfen. Erstens, wenn Sie besser sind, gehen Sie hin und werden Sie Politikerin. Und zweitens, Politikerinnen heutzutage agieren ganz einfach marktwirtschaftlich. Es gab im Sozialismus das schöne Sprichwort von den Fabrikarbeitern, ihr tut so, als würdet ihr uns bezahlen und wir tun so, als würden wir arbeiten. In diesem Fall ist es so, dass die Regierung sagt, wir tun so, als würden wir uns um eure Bedürfnisse kümmern und ihr tut so, als würdet ihr uns dafür schätzen. Aber natürlich denken Politikerinnen marktwirtschaftlich und solange das keine Priorität ist, von Wählerinnen und Wählern ist das auch keine Priorität in der Politik. Ich würde ganz einfach vorschlagen, all meinen lieben Freunden und Bekannten, wählen Sie keine Partei mehr, die Ihnen nicht sehr konkret sagen kann, wie sie die Klimakatastrophe angehen will, was für Strategien sie hat, wie sie die Anpassung bewältigen will unserer Städte, die dann 8 Grad wärmer sind im Sommer, wie sie die Anpassung der Wälder und der Natur bewältigen will, der Wirtschaft selbstverständlich, auch einen sehr konkreten Plan. Ich glaube, eine Partei, egal wo sie steht auf dem Spektrum, die ihnen dafür nicht Kapitel und Vers geben kann, ist einfach nicht wert, gewählt zu werden. Und ich glaube, nur so können wir dahin kommen, dass wir handeln können und hoffen können, dass sich im Nachhinein rausstellt, es war genug, was wir getan haben. Aber die Antwort ist, wie viel müssen wir tun? Noch mehr? Noch viel mehr als jetzt? Und wir müssen diesen politischen Willen entwickeln. Und wenn Sie Freunde haben, diskutieren Sie mit diesen Freunden. Machen Sie sich unbeliebt, reden Sie drüber. Empfehlen Sie Literatur oder YouTube-Videos, aber was auch immer. Aber es ist wichtig, dass eine Art ausreichender demokratischer Konsens geschaffen wird. Nicht jeder Mensch muss das glauben und wollen und mittragen, aber genug Menschen müssen es in unseren Ländern mittragen, damit etwas passieren kann. Bitte weitere Fragen, ganz hinten. Ja, Herr Dr. Blom, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich bin auch mit dem Ausblick und was Sie jetzt zum Klimawandel und so weiter sagen, ganz d'accord. Ich möchte nur eine Frage dazu stellen, die ich nicht ganz verstehe an Ihrem, sozusagen, an dem Appell am Ende, ich nenne es jetzt mal zurück zur Natur. Wir sind alle Natur, wir sollen uns nicht zu sehr als darüberstehend begreifen. Man kann diese ganze Geschichte der Menschheit ja auch anders erzählen. Also man kann sie auch erzählen vielleicht als Geschichte des Erlebnisses, dass die Natur, dass Naturerfahrung eine Widrigkeitserfahrung ist. Also dass der Mensch, der urzeitliche Mensch heraustritt aus der Höhle, beginnt auf 2 Beinen zu laufen. Er hat den weiten Horizont vor sich und erlebt den als bedrohlich, weil er mit der Unbegrenztheit seine Möglichkeiten konfrontiert ist und so. Also das ist Hans Blumenberg. Aber
Ja, und das prägt ja bis heute auch unser Welterleben eigentlich, das sagen. Also ich sehe immer so ein bisschen die Gefahr der Romantisierung der Natur. Jetzt nicht bei Ihnen direkt, aber bei anderen, Also ich die hoffe nicht, kann ich dann nur sagen. ja. Die Natur ist nichts Romantisches und zurück zur Natur, schauen Sie, es gibt kein Zurück in der Geschichte. Es ist genauso sinnvoll, wie jünger werden zu wollen. Es gibt nur ein Vorwärts und es gibt nur Veränderung. Und es gibt auch kein Zurück in fröhliche, primitive Agrargesellschaften, die in Harmonie mit der Natur leben, was auch immer das ist. Und im Übrigen, fast alle oralen Gesellschaften haben auch ihre natürliche Umfeld geschädigt. Einige ganz eklatant, weil sie etwas fürchterlich falsch verstanden hatten, aber andere auch. Also es gibt nicht die Idee, dass Menschen, die in schweren Anführungszeichen nahe an der Natur leben, in absoluter Harmonie mit der Natur leben. Nein, ich glaube, es gibt nur ein Vorwärts. Und wenn wir diese Anpassung schaffen, dann nur mit unseren allerbesten Technologien und unserem allerbesten wissenschaftlichen Denken. Aber philosophisch gesehen, ja, glaube ich, ist der ganz wichtige Perspektivunterschied, dass wir begreifen, dass wir nicht aus irgendeinem Interesse des sozusagen des guten Hirteseins uns zuwenden, um etwas kümmern, weil wir können, sondern dass wir begreifen müssen, dass wir als Teil dieses komplexen Systems aus existenzieller Notwendigkeit heraus uns anpassen müssen. Und dass zu dieser Anpassung gehört, zu begreifen, wir sind ein Teil, ein ziemlich unwichtiger Teil dieses immensen Systems. Und ich weiß, dass es ein Gedanke ist, der Ihnen vielleicht nicht entspricht, aber das ist, dafür sind wir hier. Und ich glaube, wenn ich sagte, wir können uns am Ende doch wieder treffen, dann ist es, glaube ich, die Tatsache, dass es letztendlich um ein Bewahren geht, dass es letztendlich um Respekt geht, dass es letztendlich um Zuwendung geht. Und ich glaube, im Namen von was man das tut, darüber kann man sich vielleicht streiten, aber das ist vielleicht auch nicht nötig. Wichtig ist das Handeln im Moment. Wichtig ist das Handeln. Was wir im Moment tun, ist so ganz einfach wahnsinnig. Und wir sehen das nicht, weil wir abgeschirmt sind davon durch Medien und durch eine Welt, die uns entspricht. Aber wenn Sie das berühmte Stück Fleisch in Styropor finden, und ich esse auch Fleisch, aber wussten Sie, wie viele Tiere wir pro Jahr schlachten? 88 Milliarden. Wussten Sie, dass 3/4 aller landwirtschaftlichen Flächen für Tierfutter verbraucht werden, was in Zeiten der Fragen von Nahrungsmittelsicherheit eine relevante Frage ist? Wussten Sie, dass wir pro Minute 30 Fußballfelder Regenwald abholzen, um Palmöl zu bekommen und Soja? Das ist kein normales wissenschaftliches Handeln mehr. Das ist tatsächlich organisierter Wahnsinn. Und ich glaube, deswegen, glaube ich, können wir uns sehr gut darin treffen, dass wir diese Systeme nicht entgleisen lassen dürfen. Ob wir das schaffen werden, das werden vielleicht Historikerinnen in 100 Jahren in diesem Saal besprechen. Aber ich glaube, wir sind erstmal nicht davon ausgenommen, es trotzdem zu versuchen. Gibt es weitere Fragen und Anmerkungen? Ja, dann hätte ich noch etwas. Sie Bitte sehr. haben ja gerade gesagt, es kann kein Zurück geben in eine romantische Natur oder wie auch immer. Sie haben ja selber gesagt, Sie sind kein Animist, aber es klingt so ein bisschen eine Sympathie für den Animismus mit. Da kann es natürlich auch kein Zurück geben. Weil ja, also jetzt der biblische Text ja gerade diese Entmythologisierung vornimmt, dass der Mensch eben nicht mehr eingebunden ist in diese Naturkräfte, die ausgeliefert ist diesen Kräften und quasi auch nicht Angst haben muss vor diesen Kräften, sondern eben drüber gestellt wird. Also das wäre also die Kernaussage von Genesis 1, die Entmythologisierung, die natürlich dann in der Glücksgeschichte bis hin zur Aufklärung dann ja auch fatale Folgen hatte.
Aber im Ansatz her, das ist ja auch verknüpft mit der Gottebenbildlichkeit. Und da ist ja das Spannende, dass ja in Ägypten nur der Pharao gottebenbildlich war und in der Bibel plötzlich alle Menschen und eben die Erde untertan machen sollen. Und da hätten wir von der Bibel her ja auch ganz klar die Gleichheit aller Menschen definiert, was eigentlich ein Potenzial gewesen wäre oder auch ist, die Ungleichheiten, Sklaverei und so weiter zu kritisieren. Die Bibel ist ein gefährliches Buch in der Sicht der Christen und Christinnen. Also ich glaube, dass man jetzt schon auch hier eine starke Allianz bilden könnte zwischen Philosophie, Wissenschaft und Glaube. Weil, das ist sehr nötig. Also ich möchte, ich danke Ihnen, dass Sie mir das, mich nochmal darauf ansprechen. Nein, ich bin kein Animist. Ich glaube, ich glaube vielmehr, dass ganz einfach die heutige Wissenschaft, und Wissenschaft ist auch nur ein System von Modellen. Ich würde sogar sagen, das ist die Stärke der Wissenschaft, dass sie nie behauptet, die Wahrheit zu artikulieren, sondern immer nur ein Modell zu finden, was sehr gut funktioniert. Wir wissen, dass die Quantenphysik und die Relativitätstheorie nicht wahr sind, weil sie einander widersprechen. Aber sie können doch für die Bereiche, die sie beschreiben, enorm exakt beschreiben, was passiert. Also wir gehen immer nur mit Modellen um. Ich glaube, dass die Modelle, die die Wissenschaft im Moment gebraucht, den Schluss zulässt, dass die Intuitionen der Animisten nicht so falsch waren. Ihre Bildsprache, das ist etwas anderes. Die gehört einer anderen Kultur, einer anderen Epoche an. Aber die Intuition, dass wir, stellen Sie sich vor, wie Sie wären eine Marionette mit Milliardenfäden, die nicht alle an einem Kreuz hängen, von dem sie aus kontrolliert werden, sondern die sie mit allem verbinden, was um sie herum ist. Sie haben das vielleicht gesehen bei Covid, als diese Animationen waren, was passiert, wenn jemand in den Raum atmet. Sie sehen diese gigantische Wolke, die sich in den ganzen Raum... Sie sehen die Vernetztheit von Lebewesen, die Vernetztheit von Dingen, die bestehen, wird von der Wissenschaft immer stärker beschrieben und immer stärker in den Mittelpunkt gerückt. Und damit eben auch die Tatsache, dass wir nicht konsequenzlos außerhalb dieses Systems handeln können, sondern dass wir unseren Punkt, unseren Ort innerhalb dieses Systems finden müssen. Das ist das, was ich glaube, die Intuition des Animismus war, oder vielleicht kann sie so zumindest beschrieben werden. Und ich glaube, zu dieser Intuition kehren wir zurück. Und die scheint mir ehrlich gesagt doch sehr sinnvoll. Ja, also das wäre das Verwobensein mit allen Geschöpfen und nicht, dass wir jetzt eben den Ganesha Ehre erbieten müssen, wenn wir was anfangen, oder den Zeus ein Opfer bringen. Aber wir müssen wissen, was ich in einen Fluss hineingebe, das geht nicht magisch wieder raus, das fließt irgendwo hin. Das ist und irgendwann und auf irgendeine Weise kommt es zu mir zurück. Ich meine, das ist die Lehre der Klimakatastrophe, dass es keine lokalen Probleme mehr gibt. Als mesoamerikanische Kulturen ihren Boden ausgelaugt haben und damit natürlich die Natur beschädigt haben, da sind diese Kulturen zugrunde gegangen, dort. Und 100 Kilometer weiter sah es wieder anders aus. Aber wenn heute der Regenwald abgeholzt wird oder Polareis abschmelzt, dann heißt es, das Wetter in Österreich verändert sich. Österreich versteppt, die Landwirtschaft wird schwieriger, etc. etc. Das heißt, es gibt keine lokalen Probleme mehr. Wir werden uns dieser Vernetztheit, dieser Verstricktheit in die Systeme der Natur immer stärker bewusst. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Intuition, die auch die alten Mythen artikuliert. Ja, gibt es noch eine Frage aus Ihren Reihen? Dann hätte ich nur eine kleine Anmerkung, ein bisschen die logische Klugscheißerei. Kriege im Namen Gottes. Aber der Name Gottes wurde natürlich in der ganzen Geschichte der Theologie auch sehr unterschiedlich, also nicht nur Theologie, sondern auch Kirche sehr unterschiedlich interpretiert. Den liebenden, barmherzigen Gott haben wir erst gerade vor 50 Jahren wiederentdeckt in der Bibel. Davor war es der gerechte und strafende Gott, und das hat natürlich auch viel besser zum Kriegführen gepasst. Also im 30-jährigen Krieg und auch im Ersten Weltkrieg haben Christen gegen Christen gekämpft, aber im Namen des gerechten und strafenden Gottes, der eben halt die anderen auch ordentlich straft.
Das ist ja so dem Christentum natürlich auch auf den Kopf gefallen. Nach, im Grunde einer der wichtigen Faktoren für die Ausbildung des Atheismus ist der 30-jährige Krieg. Weil Voltaire gesagt hat, das kann doch nicht sein. Wenn Christen gegen Christen kämpfen, das ist unglaubwürdig. Also da gibt es natürlich auch eine Linie. Ja, habe ich noch was angebracht. Ich danke Ihnen nochmal für Ihre Geduld und vor und auch während des Vortrags, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke sehr.